Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Let's Play Assassin's Creed Origins. Beim letzten Mal haben wir uns um die Echse gekümmert und hier in Memphis und hatten dabei ja auch ein bisschen Hilfe. Alter, das sind eine ganze Menge. Hatten da ja auch ein bisschen Hilfe von Aya bekommen. Bleibt mal ganz ruhig, ey. Und in der heutigen Folge, beziehungsweise unser letztes Ziel, das wir jetzt anstreben wollen, ist ja das Krokodil, welches wir in Fayum finden. Hier erstmal noch die Echse Hetepi. Hetepis finsterer Einfluss war in ganz Memphis zu spüren. Bayek verfolgte ihn sogar durch das Reich der Träume. Hetepi wurde im großen Tempel von Memphis erschlagen, unter den Augen aller Götter. Ja, unser einziges Ziel ist ja jetzt noch das Krokodil. Die anderen drei haben wir ja schon eliminiert. Dafür müssen wir ins Fayum reisen, aber bevor wir das tun, werden wir uns heute mal ein bisschen, ja, noch in Memphis umsehen, weil da gibt es noch ein paar Sachen zu tun. Unter anderem, was ist denn mit den, ach, haben wir die jetzt schon aus Versehen alle erledigt, so nebenbei, die ganzen Nebenmissionen, die man hier hätte von Dingens kriegen können, wahrscheinlich von, vom Priester. Ja, dann haben wir hier ja noch ein bisschen was zu tun, dann würde ich sagen, machen wir das einfach mal, weil hier in Memphis gibt es tatsächlich jetzt auch nach dem Tod der Echse noch ein paar Kleinigkeiten zu tun. Und darum kümmern wir uns jetzt natürlich. Und als erstes geht's darüber. Ich würde sagen, Basu mal wieder und ich kann ja eigentlich mal wieder mein fettes Zepter hier benutzen. Das ist ja ein bisschen effektiver. Ah ja, Kleopatra war gestern? Gestern. Vor allem, es war ja nicht mal gestern, als ich es aufgenommen habe. Nein, Kleopatra war ja auch hier und hat eine kleine Rede gehalten, um das Volk hinter sich zu kriegen. Sie ist ja jetzt quasi die Göttin, die den Fluch von Memphis gebrochen hat, offiziell. Auch wenn wir ja dafür verantwortlich sind. Aber ja, wir gucken mal, wie sich das Ganze noch entwickelt. Erstmal, du, meine Gute. Gib mir mal Zeug. Gib mir gleich 5 Pelze. Und 5 hartes Leder. Ich weiß nicht. Ich glaube, einmal weiches Leder lohnt sich noch zu kaufen. Danach müssen wir mal gucken. Die ganzen anderen alternativen Sachen brauche ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht, wenn ich ehrlich bin. So, wie viele Punkte habe ich in dem Fähigkeitenmenü? Ich wollte eigentlich mal die Nebelwand. Das ist halt fürs Fliehen eigentlich ganz gut. Ansonsten wäre das, glaube ich, auch noch nicht schlecht im Kampf. Ich glaube, ich gehe mal auf die Nebelwand, vor allem, weil ich da noch endlich eine Brandbombe mal habe. Das wäre vielleicht auch nicht schlecht. Die wollte ich ja auch schon ab und an mal benutzen. So, wie nutzte man das nochmal? Alles klar, okay. Nach dem Ausweichen. So, kann ich die Brandbombe auswählen? Nee, ich muss die erst reinlegen. Okay, das ist ja eher was für den Kampf. So, aber dann wollte ich jetzt noch ganz kurz in die Ausrüstung schauen. Können wir hier irgendwas verbessern, außer meine Hilfsmitteltasche? Oh, hier brauchen wir tatsächlich noch weiches Leder. Gut, dass ich das gekauft habe. Hier brauchen wir einfach nur Holz. Hier brauchen wir einfach nur Bronze. Aber ich würde das weiche Leder halt lieber erst für die Rüstung benutzen. Hier brauchen wir Pelz. Das würde ich auch erstmal lieber für die Rüstung benutzen. Ja, aber warte mal. Bögen müsste ich doch noch ein paar haben, die ich verballern kann hier. Ich behalte den mal. Bin mir nicht sicher, ob sich der lohnt. Ja, den brauche ich eigentlich nicht. Komm, hier zerleg den, dann kriege ich gleich ein bisschen Eisen auch wieder dazu. Ich überlege gerade, ob ich diesen leichten Bogen hier nehme. Der soll ja ein bisschen besser, aber der hat nur einen, ist nur einen besser so ein bisschen. Und der Kriegsbogen hat halt relativ gute Effekte. Der hier hat sogar mehr Präzision, krass. Aber der hier hat halt noch kritische Trefferchance. Ja, der hat ein höheres Schadens-pro-Sekunde-Verhältnis. Ein bisschen. Ah ja, ist schon sehr, sehr zahlenmäßig. Ist ein bisschen schade. Macht es irgendwie so ein bisschen die Immersion kaputt, finde ich ja. Aber okay. Wenn man so sehr auf die Zahlen achten muss, um zu gucken, was die können. Aber hey. So, der stumme Bogen kann auch weg. Und dann haben wir jetzt eigentlich genug Holz, um unseren, das ist Nahkampfschaden, ne? Genau, unseren Nahkampfschaden nochmal zu erhöhen. Hier brauchen wir, wir brauchen nur ein weiches Leder und wir kriegen schon wieder den nächsten Teil der Rüstung. Wie gesagt, Rüstung ist, glaube ich, mit Nahkampf. Also wie gesagt, das Ding ist ja, man kann sich ja eigentlich so sein Bayek aufbauen, wie man möchte. Das ist ja ganz nett. Aber wie gesagt, wir haben es ja schon gesehen, wie zum Beispiel bei der Hyäne. Ab und an gibt es dann halt einfach, ja, auch ein paar Bosskämpfe. Wobei man fairerweise sagen muss, man kann Kämpfe ja auch oftmals mit Bogen ganz gut machen, wobei man aufpassen muss, da können einem halt recht schnell die Pfeile auch ausgehen. Und außerdem sollte man auch dann ein bisschen Rüstung haben, falls man mal in die Enge getrieben wird oder der Gegner einfach mal einen Bogen benutzt. Man braucht ja dann doch ein bisschen Zeit. Huch. Ah.
Ja, das ist ja Timotep, die Hohepriesterin, die ein Kind kriegen soll. Fragen wir mal, warum sie hier singt. Warum weinst du? Dein Fluch ist gebannt. Du hast auch ein Kind verloren. Also solltest du verstehen, dass die Furcht einer Mutter niemals endet. Oder der Zorn eines Vaters. Furcht und Zorn sind berechtigt in einem zerbrechlichen Leben. Bitte, überlass mich meinen Tränen. Wenn du mir folgen würdest, lassen wir ihr etwas Freiraum. Kann ich etwas tun, um ihr zu helfen? Sie fand ein Ritual des Schutzes in einer uralten Schriftrolle. Es fehlen nur wenige Zutaten, um es... Ich finde sie. Ja, komm, wir müssen das Kind ja jetzt schützen. Wir haben ja... Warte, Neb. Eine rastlose Seele ist eine Kranke. Meine Herrin braucht Teile frisch getöteter heiliger Vögel. Und würdest du auch einen blau glasierten Fruchtbarkeitstalisman holen? Aha. Es gibt ein Geschäft südlich des Tempelbeckens, wo man so etwas finden kann. Ich treffe dich danach auf der Straße zu den Pyramiden. Ich wünsche dir Erfolg. Oh ja, da will ich ja auch noch hin zu den verdammten Pyramiden. Ich hoffe, du findest diese Dinge ohne Schwierigkeiten. Das hoffe ich ja auch. So, habe ich das andere? Es kann sein, dass wir... Ich Zuerst vermute mal... Ritualgegenstand. Ah, okay, ich dachte... Und dann die Vögel jagen. Okay. Ich dachte, die Vögel haben wir vielleicht schon, weil das werden ja... Mit großer Wahrscheinlichkeit kann ich mir vorstellen, wo muss ich eigentlich hin? Achso, ich brauche Senno dafür. Das ist ja mit großer Wahrscheinlichkeit. Ist das ja. Wie weit ist der weg? Okay. Sind das ja irgendwelche Kraniche und davon haben wir ja schon mal zwischendurch immer mal welche aus Versehen auch getötet, glaube ich. Und vielleicht haben wir das Zeug dann schon. Ich habe es zumindest nie verkauft. Man kann das Zeug auch verkaufen. So, hier kann ich jetzt so ein Ding kaufen einfach? Oder? Naja, es wird wahrscheinlich nicht so einfach. Die Magd meinte, es gäbe dort einen Laden. Komischer Ort dafür. Das haben viele gedacht. Das passt ja. Ich sprach kürzlich zufällig mit einem Priester des Anubis, als ich im Tempel beten war. Er flüsterte mir böse Gerüchte über Pascherenpta ins Ohr. Mhm, er sprach das war von die... einer Schändung der Rituale und anderen furchtbaren Dingen. Das war dann wohl Im die Echse. Scheint es genauso viel Neid und Intrigen zu geben wie am Hof. Das war dann wohl die Echse. Gucken wir mal, wer hier geredet hat. Huch, das klang so, als wären die direkt nebenan. Wie weit geht denn das hier rein? Nur herein in meinen Laden. Wo habe ich denn dann die Stimmen hergehört? Wie überraschend. Ja, so kann man das sehen, sicher. Deinesgleichen sah ich schon eine Weile nicht, Magi. Wir sind sehr selten. Wie Händler, die ihr Geschäft in einem Grab aufschlagen. Meine Kunden mögen es ruhig. Große Auswahl scheinen sie nicht zu mögen. Meine Kunden wissen, dass ich ihnen alles besorgen kann. Ich hoffe, das gilt auch für mich. Ich sehe mich mal um, ja? Aber sicher doch. Lass dich dabei nicht stören. Von den Toten oder wem? Na gut, Verzeihung, gucken wir mal. Aber die Geschäfte rufen. Ich bin bald wieder zurück. Haut die jetzt ab? Will die mich in irgendeine Falle locken? Das klingt irgendwie komisch. Na, was haben wir denn hier? Ein Inventar. Der blau glasierte Talisman ist hier aufgeführt. Ein Todeshaltband Gold mit Lapis lazuiertem zweiangförmigen Spiegelkästchen in Blattgold. Eine stillende Isis-Figur aus Alabaster, ein Fruchtbarkeits... Ah. Oder kostbaren Statuetten? Was war das denn? Ich sollte mich weiter umsehen. Hat die mit irgendwem geredet? Und in der zweiten Kammer liegen die weltlichen Güter des Horapollon und der Schesch. Ihnen zum Schutze und zur Nahrung. Die Botschaft ist unvollständig. Wie wohl der Rest lautet? Das können wir uns ja später nochmal angucken. Hier gibt es nichts von Wert. Warum verkauft die Händlerin hier solch billige Ware? Ja, weil der Ware... Sie verbirgt etwas. Der Wareladen ist bestimmt woanders, hä? Kann ich mir vorstellen. Der Wareladen ist wahrscheinlich woanders. Konnte ich hier gerade was machen? Ich dachte gerade, vielleicht kann man das Ding zur Seite schieben. Oh, das Zelt schon verlassen. Also immer, man weiß ja nie, wie weit das Untersuchungsgebiet reicht. Guck mal, kann man das hier? Ah, guck mal. Schieben, alles klar. So, was gibt's denn hier?
Die Händlerin wollte nicht, dass ich diesen Teil des Ladens sehe. Das hier muss Diebesgut sein. Ja, Raubtierbogen. Den hat die also auch dabei. Ja gut, aber ich glaube, der ist nicht besser als unser Superbogen. Der sollte ja schon noch ein bisschen geiler sein. Ein Fruchtbarkeitstalisman. Das ging ja einfach. Dein Rotep wird sich freuen. Das waren alle. Dann kann ich mich jetzt mit Time Hotep treffen. Ah, guck mal. Die Sachen haben wir tatsächlich auch alle schon zusammengesammelt. Wie gesagt, diese... das war ja klar. Diese Sachen kann man verkaufen. Das war ja so klar. Verängstigt die Kunden! Mhm. Diese Sachen kann man auch verkaufen, diese Zusatz... Dinge. Ja, das merke ich. Der hat mich gekontert, der Typ. Jetzt wollte ich ihn auch kontern, aber das hat nicht geklappt. Ja, brenne weiter. Hallo, komm, ein bisschen näher. Wer hat hier wen, Freundchen? Na gut, dass die mich reinlegen würde, war ja irgendwie klar. Und tschüss. Weiß nicht, müssen wir uns darum jetzt noch kümmern? Ich meine, eigentlich ja schon, wenn die ja irgendwelches Diebesgut verkauft, oder? Wer weiß, wo die ist. Vielleicht ist die hier ja noch irgendwo um die Ecke. Oder interessiert uns das Ganze nicht mehr. Ja, wie gesagt, die Trophäen kann man auch verkaufen, kriegt man ein bisschen Geld. Aber wie gesagt, ich glaube, das werden wir nicht so wirklich brauchen, um ehrlich zu sein, das Geld. Außer um Pelze und andere Sachen zu kaufen. Die scheint weg zu sein. Okay, das scheint uns dann auch nicht weiter anzugehen, oder wie? Senno, siehst du jemanden? Da ist der Eingang halt, ja. Dann können wir die wahrscheinlich auch nicht verfolgen, keine Ahnung. So, Basu, dann lass uns mal zurückgehen. Ach, jetzt reiten wir ein bisschen weit raus, ne? Na gut. In Richtung der Pyramiden. Überleg, ich muss mal ganz kurz schauen. Ich glaube, fürs Krokodil... Ja, fürs Krokodil müssen wir, glaube ich, eh in die Richtung. Also würde ich sagen, nehmen wir die Pyramiden mit, sobald wir in Richtung des Krokodils reisen. In Richtung Fayum. Da holen wir uns dann, oder gucken wir uns dann auch die entsprechenden Pyramiden noch an, die wir da gesehen haben. Da war ja eine Stufenpyramide und zwei ganz normale, glaube ich, noch. Auch wenn die kleiner aussahen als die in Gizeh natürlich. Aber da gibt es bestimmt trotzdem was zu finden. Keine Ahnung, warum wir uns überhaupt da draußen treffen, um ehrlich zu sein. Ich meine, warum treffen wir uns nicht einfach wieder bei ihrem Haus? Oder muss da jetzt noch irgendein Ritual mitgemacht werden, von dem ich nichts weiß? Ich meine, wenn ich ihr so viele verschiedene Sachen bringe, würde ich ja das fast vermuten, dass da jetzt noch irgendein Ritual kommt. Aber trotzdem, es erscheint mir ein bisschen gefährlich, vielleicht irgendwie sich aus der Stadt zu bewegen. Ich meine, klar, die Echse ist tot. Dementsprechend haben wir zumindest den eigentlichen Feind erledigt. Aber wir wissen ja nicht, wer noch vielleicht mit der Echse zusammengearbeitet hat oder so. Also ob da jemand noch vielleicht sein Werk vollenden will, das weiß man ja dann auch nicht. Wir wissen ja eigentlich so gut wie nichts über deren Kult, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Aber gut, ich meine, so weit draußen ist das ja jetzt scheinbar auch nicht. Da sitzt er ja. Hey, guck mal, was ich hier für dich hab. Ich habe, was du brauchst, Time Hotep. Der Seher hatte recht, als er dich Erlöser nannte. Mein Ritual muss im Schatten des Mondes stattfinden, am Tatsache. Fuße der Djosa-Pyramide. Wirst du mich und meine Magd so lange beschützen? Auch auf der Straße lauern womöglich Gefahren. Gerne. Dann reiten wir zur Pyramide und warten auf die Nacht in all ihrer Pracht. Alles klar, dann tun wir das mal. Willst du hier rauf? Wo ist sie denn? Ach, da. Wir haben keine Zeit. Ja, sorry, ich wusste ja nicht, wo du hingehst. Ach, ihr habt sogar ein Kamel. Die Gegend ist gefährlich. Warum nicht mehr wachen? Niemand darf von dem Ritual wissen. Reisen wir deshalb abseits der Hauptstraße? Ja, es ist riskanter, aber diskreter. Dass er keinen Sohn hat, verringert das Ansehen meines Gatten. Wenn die Leute von den Kindern wüssten, die ich verlor, würden sie sicher daran zweifeln, dass die Götter ihm Gehör schenken. Schon jetzt gibt es böse Gerüchte. Meine Mühen bringen Schande über ihn und über mich. Nebet, es ist nicht deine Schuld. Still, Mara. Ich weiß, du meinst es gut, aber die Rollen sind eindeutig. Die Frau bestimmt das Geschlecht des Kindes. Ich glaube das nicht, Nebet. Mara, das haben wir doch schon besprochen. Lass uns jetzt lieber schweigen, für den Fall, dass es nicht nur freundlich gesinnte Ohren gibt. Gute Idee. Naja, gut, ich meine, das mit den Geschlechtern ist ja so eine Sache. Es war ja eine ganze Weile lang nicht so ganz klar, wie das genau funktioniert, ne? Ich meine, wir sind da heutzutage ja schon weit weiterentwickelt. Oh, Tag auch.
Vor allem die reiten einfach weiter und interessieren sich gar nicht. Warte mal, bevor ich wieder anfange zu brennen. Alter, wie viel sind denn das? Sehr gut, aber ich habe genug Geschwindigkeit, um die umzuhauen. So, der da erstmal, der hat einen Feuerpfeil. Sehr gut, danke, Senno. Du hast mir, glaube ich, gerade ein bisschen geholfen, wenn ich das richtig gesehen habe. Sehr schön. Ja, einfach drüber getrampelt. Und komm schon, stirb. Ihr habt doch keine Chance, wenn ich hier mit meinem Dromedar gegen euch antrete. So, wo sind denn die jetzt hingeritten? Sind die schon weiter? Ich meine, ihr solltet euch vielleicht in meiner Nähe aufhalten. Ach, guck mal, da ist diese Stufenpyramide. Ich meine, wenn wir schon mal hier sind, können wir da ja vielleicht reingucken. Wenn wir schon mal hier sind, vor allem weil da auch ein Aussichtspunkt zu sein scheint, da können wir da ja reingucken. Ich meine, ist ja jetzt kein großer Umweg dann. Aber erstmal müssen wir wahrscheinlich hier noch ein bisschen beschützen. Hier kommen ja wahrscheinlich noch ein paar mehr Banditen, hä? Da wären wir. Oder auch nicht. Mein Schwert steht zwischen deinem Ritual und allen, die es bedrohen. Ptah möge dich segnen. Tiosa-Pyramide ist das. So, machen wir mal kurz den Überblick, ob wir hier irgendjemanden sehen, der uns angreifen will. Also ich meine, wenn selbst Bayek sich hier schon enorm heiß fühlt in der Wüste, ist das vielleicht auch nicht gerade das Beste für eine Schwangere. Aber okay, was ist denn das da hinten? Das ist einfach nur eine Mauer. Ja, hier gibt es einen Aussichtspunkt tatsächlich oben. Den können wir uns ja dann vielleicht holen. Ach, die haben hier ihr Ritual schon vorbereitet. Muss ich jetzt noch bis zur Nacht warten? Ich meine, man könnte sagen, ich kann in der Zeit ja die Pyramide erforschen, aber wir wollen sie ja beschützen. Die wollen wir jetzt nicht einfach hier alleine rumstehen lassen. Ah, okay, geht auch direkt los. Jeden Morgen in meiner Kindheit sprachen mein Vater und ich das Gebet der Magi. Ein Versprechen an die Notleidenden. Ich bin ein Magi. Ich bin eine Feder in des Adlers Schwinge. Ein lebender Dolch. Ich stoße vom Himmel ins Herz des Chaos. Ich bin die unbekannte Wahrheit. Die leere Schwertscheide. Der Sohn des Nils. Und der Verteidiger des Volkes. Du kannst mich nicht töten, denn ich wandle unter den Toten. Tritt hervor am Tag und ich geleite dich heim. Mein Sohn hätte dieses Gebet gelernt von mir. War es das jetzt schon? Müssen wir sie nicht vielleicht noch zurück eskortieren? Wäre vielleicht noch eine ganz gute Idee. Und warum habe ich auf einmal ein Pferd? Ich meine, die Mission hätte mir doch sogar ein Kamel gegeben. So, soll ich euch, darf ich euch jetzt hier einfach sitzen lassen? Das ist doch auch nicht gerade sicher, oder? Mein Kind ist nun sicher. Dank dir. Alles klar, okay, wenn du das meinst. Ja, gut. Ich meine, ich finde das jetzt ein bisschen unlogisch, dass man sie nicht nochmal zurücktransportiert. Aber okay. Ich meine, vielleicht wollten sie es auch nicht. Ich meine, aus einer Gameplay-Sicht kann ich es zumindest verstehen. Man will den gleichen Weg den Spieler wahrscheinlich nicht nochmal reiten lassen oder sowas. Mit nochmal gegen irgendwelche Banditen kämpfen. Kann man vielleicht verstehen. Sagen wir haben sie zurück eskortiert. Weil, wie gesagt, das fände ich aus einer logischen Sicht. Ich meine, es ist halt immer die Frage, das ist halt immer so eine Sache in einem Spiel. Ich meine, es ist ja nicht nur in einem Spiel auch so, es ist ja zum Beispiel auch in einem Film beispielsweise so. Frage ist immer, was willst du zeigen und was willst du einfach implizieren? Ich meine, vielleicht wäre es besser gewesen, wenn die einfach weg gewesen wären jetzt, dass man sagt, es ist impliziert, dass wir die nach Hause gebracht haben, als dass wir sie jetzt da einfach da sitzen lassen. Aber ja, ich denke, man muss halt auch immer ein bisschen seine eigene Fantasie spielen lassen, weil es ist halt immer die Frage, oder es ist halt immer so ein... Ja, auch eine gewisse, ein gewisser Fehler zu sagen, Realismus, sei es nun im Spiel oder Film, ist immer unbedingt besser. Das ist ja gar nicht richtig. Man denkt das immer, aber es sind eigentlich immer nur, oder man mag es, es ist eigentlich nie toll, wenn ein Film oder ein Spiel komplett realistisch ist, wenn wir mal ganz ehrlich sind. Das ist nie eigentlich was, was man wirklich haben will. So, warte mal, wenn ich schon mal hier oben bin, wo ist denn der Eingang zu diesem Teil? Da scheint er zu sein. Es ist eigentlich nie... So, dass man wirklich... Alter, ist das weit runter. Hui! Ja, also wie gesagt, Realismus in Spielen wird immer gelobt. Es ist ja auch richtig, an vielen Stellen ist ja auch Realismus was Tolles, beziehungsweise für manche ist ja auch Realismus was Tolles, das muss man sagen. Ist ja nicht für alle der Fall.
aber ja, man darf nicht, oder es wird halt sehr oft der Fehler gemacht zu sagen, Realismus ist immer besser. Das stimmt nicht. Es kommt halt immer drauf an, man muss immer gucken. Und wie gesagt, hier an der Stelle kann ich es ein bisschen verstehen, zu sagen, dass man jetzt den gleichen Teil einfach nur nochmal rückwärts macht, ist halt beispielsweise nichts, was jetzt... Ich meine, es gibt Leute, die daran Spaß hätten. Ich hätte damit jetzt auch kein Problem gehabt, aber... Gleichzeitig ist halt die Frage, du willst ja, dass möglichst viele Spieler Spaß haben, ne? Es gibt jetzt keine Möglichkeit, den Spaß irgendwie objektiv natürlich zu messen, zu sagen, das bringt den meisten Spaß. Aber ich kann verstehen, was ich eigentlich nur sagen will, ich kann verstehen, warum sie sich dafür entschieden haben, zu sagen, okay, wir machen diesen Rückweg jetzt nicht. So. Auf dass wir nie wieder die Fluten erleiden müssen, welche die Hungersnot brachten, hat der Händler Hanu seine Getreidesäcke hier platziert. Es ist genug, um 100 Laibe Brot mit 20 Pfesu oder 10 Kann Dattelmalzbier mit 4 Pfesu herzustellen. Ja, das ist ja auch eigentlich fast... Das muss ich wahrscheinlich erst wegschieben. Das ist ja eigentlich auch ein bisschen traurig, ne, dass sie das ganze Essen, was die Bevölkerung bräuchte, dann teilweise hier reingestellt haben, aber... Ich meine, es dient ja eigentlich auch Leuten, also den Toten... Wow, das hatte ich gar nicht gesehen. Das war aus Versehen. Es soll ja den Toten dienen. Ich meine, ich kann erstmal hier durch und gucken, was wir hier finden. Ach, so ein alte Zivilisationssteinchen. Dass er die Hyäne gesammelt hat, um den Tempel zu aktivieren. Die werden wir vielleicht auch noch brauchen. Mal sehen, wofür. Die Kohlenstoffkristalle brauchen wir ja auf jeden Fall für die... Das weiß ich noch. Die Kohlenstoffkristalle werden wir auf jeden Fall für Verbesserungen brauchen. Oh, die Dinger sind, glaube ich, für was anderes. Ach, guck mal hier. Hier gibt's Schätze. Und da ist Blut. Hier gibt's Schätze en masse. Sind das Seesterne? Aha, guck mal einer an. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Dann gib mir mal den Schatz. Ah, leichter Bogen. Na gut, kann man zerlegen oder verkaufen einfach, geht ja auch. Und was haben wir da noch? Da ist ein Kohlenstoffkristall und... O großer und glorreicher Chunum, ich, dein demütiger Diener Tiosa, opfere dir diese Votivgabe, auf dass du uns lächelst und 7-jährige Hungersnot beendest, die unser Land heimsucht. Naja, das hatten wir ja schon oben gelesen. Das war ja wohl der Grund, warum sie diese ganzen... dieses ganze Getreide eigentlich geopfert haben, scheinbar. Okay. Dann kann ich das Ding auf jeden Fall bewegen. Und mir ein bisschen den Weg freischalten. Es gab doch... Gab es jetzt irgendwo noch einen Alternativweg, den ich gerade nur nicht mehr im Kopf habe? Ich glaube, ja. So. Dann komme ich auf jeden Fall hier rüber. Kann man hier irgendwas machen? Kann man die Dinger zerstören? Nee. Ah, ein Kistchen für mich. Mit noch einem Kriegsbogen. Und einem bisschen Gold. Ansonsten scheint es hier eine Sackgasse zu sein. Ja, ist gut. Sackgassen finde ich immer gut. Das heißt, ich kann mir jetzt einen anderen Weg angucken. Also immer, das Schlimmste in Videospielen ist tatsächlich, wenn man... Also meiner Meinung nach... Wenn du... fünf Wege hast und nicht weißt, welchen du jetzt als erstes gehen willst... So, noch so ein Teil. Imhotep, der in Frieden kommt, Kanzler des Königs von Unterägypten, Arzt erster nach dem König von Oberägypten, Verwalter des großen Palasts, Mitglied der Elite, Hohepriester von Heliopolis, Baumeister, Vorseher der Werft und Hersteller von Gefäßen, geehrt im Tod wie im Leben. Ach, der ist ja begraben, oder wie? So, ich meine, ich kann hier noch Dinge anmachen. Ah, guck mal, da sind Skarabäen. Oder was für Käfer das auch immer sind. Das heißt, hier gibt es auf jeden Fall einen Spalt. Ist das... Ah, ich wollte schon sagen, ist das eine Bibliothek? Nee, das scheint Smaragd zu sein. Ich wusste es. Diese Shit-Schlangen, die immer in den Pötten sind, ey. Warum kann ich die eigentlich nicht anvisieren? Und die machen so derbe viel Damage. Nein, die brennen gut. Das ist das Schöne. Die brennen ganz gut. Da ist zum Beispiel so ein Kobra... Eine Kobra-Trophäe, die man halt einfach... Die haben auch keinen anderen Sinn, glaube ich, als sie zu verkaufen, wenn ich ehrlich bin. Kann ich das Ding schieben? Ah, nee, guck mal, da muss ich die Dinger dahinter erst zerstören, alles klar. Oh, diese Spinnen. Vor denen muss ich mich zum Glück nicht fürchten. So, gucken wir mal ganz kurz. Holla, die Walfee. Das sind ja gleich zwei. Übereinander.
Rennt, ihr blöden Viecher. Brennet. Da ist keine Schlange drin. Ich versuche gerade zu gucken, ob es hier irgendwo noch einen Weg gibt. Ich meine, die Tafel müssen wir noch finden, ne? Die haben wir auf jeden Fall noch nicht gefunden. So, hier gibt es einen Weg. Nee, gibt's nicht. Voll verarscht. Aber da gibt's auf jeden Fall noch eine Kammer. Ah, hier ist der Eingang. Ah, und da ist die Tafel. Sehr gut. Dann sagte seine Majestät Cheops, der König von Ober- und Unterägypten, opfert 1000 Laibe Brot, 100 Kannen Bier, einen Ochsen und zwei Kugeln Weihrauch für Djoser, den rechtmäßigen König von Ober- und Unterägypten, und gebt einen Kuchen, eine Kanne Bier, eine große Portion Fleisch und eine Kugel Weihrauch dem obersten Vorlesepriester, da mir seine Gelehrigkeit ein Beispiel war. Ja, das hat wieder mit dem... Das hat natürlich wieder mit dem... mit der Dürre zu tun, da, beziehungsweise... Alten Königreich. Mit den Problemen des... Mit den, Hungerproblemen, mit der Hungersnot. Hier ist dann Multiosa begraben. So, was haben wir hier noch? Und seine Erlauchtheit beauftragte Imhotep, ihm ein Heim für das Nachleben zu errichten. Und Imhotep sagte, es soll deine Herrlichkeit repräsentieren und als Zeichen deiner Größe die Zeitalter überdauern. Er nahm 20.000 Männer und sagte... Tod, sende mir eine Vision, wo ich eine Mastaba errichten soll, die größer ist als alles andere. Und das Volk sagte, wir geben dir alles, was du brauchst, um unseren großen Vater zu ehren. Stoffe hier drin, ey. Da ist auf jeden Fall noch so ein Kügelchen. Danke dafür. So, was haben wir hier noch? Was ist das denn? Sohn des Horus, Herrscher über alle, Repräsentant der Götter, Errichter von Tempeln und der Kultur, geliebter Vater unseres Volkes, Djoser Netjerichet. Netjerichet. So, irgendwo gab es doch jetzt noch die Möglichkeit... Ah, hier, guck mal. Habe ich noch Pfeile? Das muss klappen jetzt. Ich kann da nicht durchschießen, oder? So vielleicht? Sehr schön. Jetzt habe ich gar keine Pfeile mehr. Warte. Nee, ich will schon noch... Da, die Fackel. So, und jetzt können wir uns das Teil da drin auch noch schnappen. Aber haben wir den anderen Teil eigentlich auch schon aufgemacht, den ich gesehen hatte, wo auch irgendwas im Wege stand? Oh, warte mal. Habe ich die Truhe da? Ah, nee, es war gar keine Truhe. Sah bloß so aus. So, dann müssen wir jetzt hier entlang. Dann können wir das Ding jetzt schieben. Da gibt es noch ein Trüschen für mich. Was ist das denn da für ein Zeug? Auf jeden Fall mit einem neuen Schild. Aber irgendwo gab es doch noch so eine Stelle, wo ich auch irgendwas schieben konnte noch. Nee, wo ich irgendwo durchkrabbeln konnte. Ganz am Anfang, wo ich irgendwo durchkrabbeln konnte, aber ich musste erst was aus dem Weg schieben, oder nicht? Wo ist das denn? Kann ja mal an den Anfang gehen. Vielleicht habe ich es auch aus Versehen schon gemacht, aber ich glaube es irgendwie nicht. Da waren wir schon drin. Ich muss das mal dann mit der... mit der Übersicht vielleicht ein bisschen hinkriegen. War das hier? Ah, warte, hier drüben war das, ne? Genau. Genau. Aber... ich gehe doch hier automatisch nach unten. Also ich müsste jetzt links auf jeden Fall. Und dann müsste ich irgendwie nach oben kommen. Hier geht's nicht links. Und hier ist auch Ende im Gelände. Okay, jetzt muss ich zweimal links theoretisch. Und vor allem muss ich mal nach oben irgendwie. Jetzt haben wir einmal links und jetzt müsste ich nochmal links. Okay, da rechts ist Quark. Dann müsste ich irgendwie... Kann ich hier hochklettern vielleicht? Oh, warte, da gab es was zum Plündern. Meine, ich kann natürlich sein, dass das nur ein schnellerer Ausgang ist. Kannst du dich da... Das ist halt das... Warum kann er sich da... Da ist doch so ein mega Ding. Da kann er sich nicht festhalten. Kannst du dich da drüben festhalten? Da ist so ein Holzteil. Das geht dann auch wieder nicht. Okay. Ah, es ist...
tricky manchmal mit ihm hier. Oh, warte. Ah, hier ist auch nur eine Wand hinter. Diese Trollwände hier, die so tun, als wären sie brüchig, aber sind sie gar nicht. Das ist halt komisch. Da kann er sich jetzt aus irgendeinem Grund wieder nicht festhalten. Aber es muss doch irgendeinen Sinn haben, dass ich mich hier festhalten kann. Ich meine, ich kann mich sonst nirgends festhalten. Aber ich kann ja nirgends nach drüben. Kann ich nicht da rein? Guck mal, da ist doch... Diese Spalte sieht doch so verdammt aus, ey. Diese Spalte sieht doch mega danach aus. Ich habe das Gefühl, da oben ist eh zu. Vielleicht gibt es hier ja irgendwo noch einen Weg nach oben. Sieht aber irgendwie eher nicht so aus, ne? Heißt das, es gibt noch einen anderen Eingang vielleicht zu diesem Teil hier? Das könnte sein. Ein Alternativeingang. Das ist etwas, was ich mir Ach, guck mal hier. Das ist wie bei Skyrim. Es gibt einen Alternativausgang, der einfach schneller ist. Ja, okay, gut. Da habe ich halt nicht geguckt. Ich hab mich da jetzt nicht so extrem umgesehen gehabt. Natürlich, weil ich natürlich dachte, wir wollen uns ja den Rest noch angucken. Ja, es ist nur ein alternativer Ausgang. Aber gut, ich meine, man muss es ja wenigstens mal ausprobieren, ne? Bevor man diese Konklusion trifft. Sehr schön. Damit haben wir doch das Ding ganz gut erforscht. Und dann würde ich sagen, ist draußen schon wieder hell. Es war vorhin noch Nacht. Dann können wir ja nochmal ganz kurz zurück. Ich würde sagen, wir haben heute erst eine Kleinigkeit gemacht. Ah ja, es wird schon wieder hell. Können wir mal ganz kurz noch zurück nach Memphis, weil da gibt es noch eine Kleinigkeit, die würde ich ganz gerne heute vielleicht noch machen. Wo sind die anderen Pyramiden eigentlich? Da ist eine und da ist eine. Okay, da gehen wir auf jeden Fall auch noch hin. Aber erstmal würde ich jetzt nochmal ganz kurz nach Memphis und ich glaube, ja genau, das würde ich gerne ganz gerne heute noch machen, weil das auch noch so ein bisschen... Na, ich würde nicht sagen, dass es eine Nachquest zur Echse ist. Aber es ist auf jeden Fall was wir erst machen konnten, jetzt wie die, genauso wie die Timotep-Geschichte. Nachdem wir die Echse, nachdem wir uns mit der Echse angelegt haben, beziehungsweise nachdem wir die Echse eliminiert haben. Oh, Memphis sieht aus der Entfernung auch geil aus. Das muss man sagen. Uiuiui. Ganz schönes Stück hier. Ganz schön weit geritten. Was diese Wolken da sind, sind das ganz normale Regenwolken? Ich meine, es regnet hier natürlich nicht ganz so oft, das ist mir klar, aber die sehen so dunkel aus. Muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das Ding ist, wenn ich mir halt so an Gewitterwolken denke, man würde jetzt sagen, okay, dunkel sind dann Gewitterwolken. Aber wenn ich halt so an Gewitterwolken denke, dann sind die meist, dann sehen die zumindest von dem, was ich kenne. Ich meine, ich habe mir jetzt noch keine Gewitterwolken in Ägypten gesehen, um ehrlich zu sein. Auch wenn ich schon mal in Ägypten war. Das will ich auch mal sagen. In Ägypten war ich auf jeden Fall schon mal. Aber die sind eigentlich massiver. Die hier sehen sehr dünn aus. Aber hey, vielleicht sieht das auch einfach nur so aus. Man weiß es ja nicht. So, dann mal hier rüber am besten. Soll ich hier einfach durch die Felder reiten? Ach komm. Ich mach das heute mal. So, jetzt muss ich mal irgendwie auf die Straße wiederkommen. Kommst du da hoch? Jawohl, Basu. Sehr gutes Tier. Kommst du auch da rüber? Darf ich da nicht rein, oder was? Kommst du da nicht rein, Basu? Oh, ich darf da wirklich nicht rein. Woher weiß ich denn? Woher wusste ich das denn jetzt? Nein, ich will euch überhaupt nicht... Ich will euch überhaupt nichts tun, Leute. Das war ein Versehen. Es ist eine Villa, deswegen durfte ich da nicht rein. Okay. Das war ein volles Versehen. So, mal ganz kurz. Hepp. Basu, versteck dich. Ihr findet mich nie. Naja, das ist ein bisschen schade. Früher hätte man sich auf Bänke oder zwischen die Leute gestellt. Das geht halt heutzutage leider gar nicht mehr. Das ist halt etwas, was ich super schade finde. Habt ihr aufgegeben? Nice. So, dann mal darüber. Denn dort wohnt jemand... Ah, jetzt haben sie aufgegeben. Da. Dort wohnt jemand, den wir ja schon kennen. Und zwar... Der Seher. Ich will über meinen Traum sprechen. Natürlich, Erlöser. Aber zunächst musst du mir helfen.
Wie immer. Ich habe Visionen von Gefahren. Eine dunkle Wolke türmt sich über drei Köpfen auf. Ein Abenteurer, eine Herzensbrecherin und ein Bettler sind in Gefahr. Was kann ich für Sie tun? Gib jedem ein Amulett, das sie vor der Finsternis beschützt. Einen findest du nahe des großen Tempels. Einen im Ostbezirk und einen in den Tunneln, die sich darunter erstrecken. Ich warte an den Kais, am Becken des großen Tempels. Alles klar. Na gut, dann gucken wir mal. Hast du mir noch was zu sagen? Suche in der Nähe des großen Tempels. Okay, ja, und ja. Und den Tunneln darunter. Ja, ja, hab's ja schon verstanden. Also einer ist hier ganz in der Nähe. Ich glaube, weil wir in der Nähe des Tempels sind, ne? Zack. So, da haben wir schon mal Nummer 1. Ich meine, einfach denen ein paar Amulette geben, sollte ja recht flott gehen, oder? Ist das in der Villa jetzt? Das wäre ja irgendwie lustig. Ich könnte sein, dass das der irgendwie im Untergrund ist. Es ist zumindest nicht beim Tempel. Jetzt sag mir bloß, dass das in der verdammten Villa ist, durch die ich gerade durchgeritten bin. Das wäre ja einfach nur... Halt! Das gibt's doch überhaupt nicht. Wie viel Zufall kann das denn sein? Das Problem ist, ich habe halt keinen Bogen gerade. Das ist gerade ein Problem. Ich meine, ich kann ihn trotzdem anvisieren. Ist der hier gefangen? Ist das, warum er in Gefahr ist? Dann... Sorry, dass ich das vorhin gesagt habe, Freunde. Ich will euch doch was Böses, habe ich das Gefühl. Kommt er jetzt hier um die Ecke? Ja, ich lege mich voll mit euch an. Und zack. Sehr schön. So, dann gucken wir mal. Ach, der ist noch weiter außen. Mist. Gibt's hier irgendwo was, wo ich mal meine Pfeile auffüllen könnte? Das wäre voll nett, Freunde. Ich meine, ich habe noch einen Schlafpfeil, ne? Einen ganzen. Müsste ich halt auch mal auffüllen. Lass dich mal ansehen. Komm raus, wenn du ein Mann bist. Ah, der ist gefangen. Okay, dann muss ich den ja wahrscheinlich auch befreien. Nicht ganz bei Trost. Und zack. Sehr gut. Komm, ich befreie dich jetzt, Kollege. Komm mit, ich weiß, wo der Ausgang ist. Ich bin hier schon mal rausgegangen. So, da wären wir. Freiheit! Sehr gut, ich muss dir noch ein Amulett geben, verdammt. Und jetzt? Kann ich nicht mit dir reden? Ich muss dir doch noch ein... Ist das noch nicht aus... Es zählt noch nicht als eskortiert, okay. Ich muss wahrscheinlich ein Stück weg, einfach von dem Ort. Ach, da drüben. Warum denn ausgerechnet da drüben? Was ist denn der Unterschied jetzt? Ja, von mir aus. Nee, was halt. Oh, deswegen. Weil die hier wollten, dass wir ein paar kleine Gegner hier bekommen. So, sehr gut. Dein Pferd brennt. Tut mir echt leid um dein Pferd. Oder ist das nur wieder ein Zufall gerade? Nee, ich glaube nicht, weil die haben mich ja sofort angegriffen. Oh, nee. Okay, das ist ein Zufall gewesen. Die wollten gar nicht uns an... Oder die... Das sind halt wieder so eine Banditen, die Geld dabei haben. Und die dachten halt wieder, ich will die einfach nur überfallen. Ich will überhaupt nichts von euch, Freunde. Ihr könnt mich mal sonst wie am Arsch vorbeigehen. Wow, das war ja wieder mal ein Zufall. Er kommt zurück. Komm her, Junge. Komm her, Junge. Meine, sorry, Freunde. Ich wollte euch eigentlich gar nichts tun, aber ihr geht mir mega auf den Sack. Und stört mich bei meiner Mission. Ach, komm schon, Junge. Der kommt aber auch zu mir geritten. Nett. Nett von ihm auf jeden Fall. So, der andere Typ. Oh, ich habe Pfeile gekriegt. Sehr gut. Haha, sogar eine ganze Menge Pfeile. Nicht schlecht. So, Freundchen. Du bist ein guter Kämpfer. Ich tue mein Bestes. Der hat gar nichts getan. Das erste Mal haben sie mich kalt erwischt. Der Seher schickt dir dieses Amulett, um dich vor weiterem Schaden zu bewahren. Meine Kinder können keine Steine essen. Mehr als das kann ich nicht für dich tun. Möge dir das Glück wiederholt sein. Verzeih meine Unhöflichkeit. Du hast schon dein Leben riskiert, um mich zu retten. Solange ich am Leben bin,
gibt es Hoffnung für meine Familie. Vor allem, der hat auch überhaupt nicht gekämpft, aber von mir aus. So, damit haben wir einen geschafft. Und dann holen wir uns jetzt den da drüben beim Tempel. Das ist wahrscheinlich der beim Tempel, oder? Und dann den da drunter noch, weil die so nah beieinander sind. Ja, ich glaube, das ist er, oder? Ja, ich bin mir nicht sicher, wer hier wer ist. Ja, lasst mich doch einfach in Ruhe, Freunde. Oh, warte mal, da ist ein Weber. Die Zeit nutze ich nochmal ganz kurz. Weberin! Ich hätte gern nochmal Leder. Hallo! Sollen wir handeln? Pelz auch natürlich, aber vor allem das weiche Leder brauche ich, ja. Zack. Und dann kann ich nämlich meine Rüstung nochmal verstärken. Ah, nice. Brustschutz erhöht. So, brauche ich immer noch weiches Leder dafür eigentlich? Ich brauche immer noch weiches Leder, Alter. Da brauche ich ja immer alles für, hä? Hartes Leder und Pelz. Ja, wird langsam ein bisschen... Langsam wird es halt echt ein bisschen teuer. Also, was heißt teuer? Es wird halt einfach viel und es dauert halt, bis ich da weiterhin komme. So. Oh, das ging ja flott. Wo ist der denn? Ist das der jetzt im Tempel oder da drunter? Es sieht zumindest aus, als wäre das im Tempel, hä? Ist das wieder ein Sperrgebiet, Freunde? Oder darf ich hier rein? Wo ist er? Aber doch, der scheint drunter zu sein, hä? Das heißt, hier muss es irgendwo einen Eingang geben. Senu! Da. Aha. Dafür kann man halt Senu ganz gut benutzen. Dafür kann man Senu halt super gut benutzen, um diese Eingänge zu finden. Aber wie gesagt, in den Hauptmissionen will ich ihn ja dafür nicht benutzen, damit ich das selbst tun muss. So, wo ist denn der Eingang? Da? Ich glaube, den hätte ich wahrscheinlich ohne Senu auch ewig nicht gefunden wieder. Hä, wo ist der denn? Ach, okay, doch, hätte ich vielleicht doch. Der ist ganz gut. Der ist ja hier gleich um die Ecke. Muss ja hier nur in ein Loch fallen. Diese Tunnel hat der Seher erwähnt. Ich bin auf dem richtigen Weg. Okay, gucken wir mal, was wir hier tun müssen für den Typen. Wovor wir ihn hier beschützen müssen. Hallo. Was rennt der denn hier unten rum? Mal ganz ehrlich. Was will der denn hier? Vor allem, es ist jetzt ja auch kein Gelände, das übermäßig einfach zu belaufen wäre, ne? Das heißt, man erwartet ja hier schon irgendwas. Was? Ach, na klar. Natürlich sind hier wieder Banditen, warum auch nicht? Hey, Waffen bereithalten, verstanden? Haltet mal eure Waffen bereit, Freunde. Kommt der jetzt hoch? Hey. Erwischt, Junge. So, kriege ich den per Attentat? Jawoll, ja. Und Kettenattentat, komm schon. Ich finde das Kettenattentat, das geht halt vor allem auch durchs Schild, das ist ein bisschen lächerlich. Ich finde das Kettenattentat halt unschön, weil das halt so lange dauert. Es dauert halt so mega lange. Ich mochte das Doppelattentat da lieber, weil das halt... Ich meine, auch wenn die Typen hier dann offensichtlich das noch nicht mitgekriegt haben, dass ich ihren Kollegen erledigt habe, ist das halt trotzdem so ein bisschen näher, als ob die erst immer Alarm schlagen. Mir gefällt das halt deswegen eigentlich nicht, das Kettenattentat. Ich mochte das Doppelattentat lieber, wenn ich ehrlich bin. So, wo ist denn der Kollege jetzt hier? Und was hatte der mit den Typen zu tun? Wo bist du denn, Junge? Was ist denn das hier? Bist du hier? Hallo? Da ist auf jeden Fall den eine Schlange. Den kann ich nicht mehr retten. Ich sehe die Schlange doch. Ist der tot oder wie? Danke dafür. Okay, der ist am Schlangengift gestorben. Boah, ich hasse Schlangen mit ihrem nervigen Gift, ey. Die machen halt sau viel Schaden. Ihr Göttlichen, umkreist ihn. Möge das Amulett sein Kar beschützen. Er hat das wenigstens im Totenreich. Kommt man hier eigentlich wieder raus? Was zischt denn hier so? Waren das die Schlangen, die noch gezischt haben? So, und jetzt muss ich erstmal einen Ausgang finden. Wo geht denn das hier noch hin, ey? Das ist ja eine richtig riesige Höhle. Alter. Hier scheint es aber ansonsten überhaupt nichts... Also ich meine, es ist eine riesige Höhle, aber es scheint ansonsten irgendwie nicht viel zu geben. Ah, schade, ich hatte gehofft, da jetzt irgendwie durchzukommen, weil da ja in der Richtung der letzte Typ ist.
scheint es ja echt viel zu geben. Bloß halt nichts zum Looten so richtig. Die Höhle ist riesig, aber irgendwie nicht viel zu tun. Plopp. Ha, interessant. Ich habe keine Ahnung, ob ich hier richtig bin. Ich kann's, da draußen reitet auf jeden Fall noch einer rum. Das sieht halt auch ein bisschen lächerlich aus. Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Ich glaube, ich weiß, wo wir sind. Das war... Ist das nicht die Stelle mit, dem Gestank? Wo wir den Typen... Wo wir reingegangen sind, weil es gestunken hat damals? War hier nicht, wo die Typen gebetet haben? Ja, genau. Das war mit dem Gestank hier. Okay. So, dann suchen wir mal den letzten. Das war also so eine verbundene Höhle. Ich dachte schon, das ist der Typ, der da das Silber transportiert. Das wäre es ja noch... Okay, das war eine seltsam Bike, aber ich habe keinen Schaden gekriegt, also ist es mir auch lieb. Also mit dem Fallschaden, du kannst den ja verringern. Ach, der ist... Natürlich. Ein Freund bat mich, dich zu befreien. Also schön, worauf wartest du noch? Mal sehen, ob das wieder so funktioniert. Wie beim letzten Mal. Oder ob die KI diesmal ein bisschen intelligenter ist. Oh, Mist. Falsche Taste. Ah. Der da wieder abbiegt. Plopp. Alter, die liegt ja voll im Wasser dann einfach. Ah, ich bin ein bisschen zu langsam. Durchs Wasser ist der Typ halt schneller. Aber hier sollte ich es hinkriegen. Jetzt habe ich es gleich. Komm schon. Kannst du da nicht hoch, Bayek? Ich könnte sagen, dass ich laufen kann, aber das wäre gelogen. Wie das halt einfach geht. Hast du die Königin schon mal gesehen? Ich trage dich. Ist sie nicht wunderschön? Nicht so schön, wie ich nach den Geschichten erwartet hatte. Das ist halt einfach lächerlich, wie das funktioniert. Oh, wie spektakulär. War das... Ach, das ging um Kleopatra, ne? So, wo soll ich denn dich eigentlich hinbringen? Mal ganz doof gefragt. Ich meine, ich habe dich gerettet, ganz offensichtlich. Bleib mal stehen. Bleib doch mal stehen, du blödes Vieh. Oh, shit. Ich glaube, für den bin ich noch nicht bereit. Der ist halt 2 Level höher. So, warte mal, ich leg dich mal ganz kurz hier einfach ab. Können wir jetzt miteinander reden? Ah, okay. Ich kann dir leider nichts als meine Dankbarkeit anbieten. Ich hol mir meine Belohnung woanders. Der Seher schickt dir dieses Amulett. Seine Visionen verrieten ihm, dass du Schutz brauchst. Warum sollte ich diesen Tinef haben wollen? Nimm es einfach, damit wir hier fertig werden. Sicher. Wahrscheinlich freut es Mutter, wenn ich es trage. Irgendwie das komisch. Das waren alle 3 Amulette. Nun kann ich zurück zu dem Seher. What the fuck? Dieser Wache wird es noch leid tun, mich behelligt zu haben. Ich glaube, der hat dir gerade voll einen Pfeil verpasst. What the fuck? Ist irgendwie lustig, dass die Typen alle Hilfe brauchten, bevor wir ankamen, aber okay. Ich dachte, der Seher sieht in die Zukunft. Okay, das passiert also, wenn der Typ nicht einfach stehen bleibt, der schießt die Olle dann einfach jedes Mal ab. Aber zum Glück ist sie ja unsterblich. Scheinbar. dieses Spiel, ey. Das ist ja fast irgendwie schon wieder komisch, aber... Also sowas, ich finde... Gerade dieses Ding, dass man die einfach so befreien könnte, das hätte man ja irgendwie testen müssen, oder? Das wirkt irgendwie nicht wirklich getestet, meiner Meinung nach. Ist jetzt da auf einem Boot? Na, jetzt bin ich ja mal gespannt, was der mir jetzt zeigen will. Na dann sehr. Oh Gott, der Fehlerkessel ist in der Nähe. Komm schnell aufs Boot. Hast du die Amulette verteilt? Ja. Eins kam jedoch zu spät für seinen Empfänger. Welches? Das des Abenteurers. Er starb einsam an einem Schlangenbiss. Das ist traurig. Aber ich betrachte deine Schuld als beglichen. Schuld? Ein heiliges Eiland liegt tiefer in der Umarmung von Mutter Nil. Bring mich dorthin. Und ich werde den Schleier lüften, der deine Albträume verhüllt. Na, da bin ich ja mal gespannt. Nun, Erlöser, sag mir, was du gesehen hast. Ich sah das, was seit nunmehr einem Jahr jede Nacht hinter meinen Augen schlummerte. Alles beginnt mit einem Sandsturm. Ich stehe auf und gehe durch einen Ruinengang in die Halle der vollständigen Wahrheit. Dort legt mein Zwilling ein schwarzes Steinherz auf die Waagschale der Ma'at. Und dann schlägt die göttliche Schlange zu. Apophis, größer als ein Berg, größer als die Vernunft.
Ein Bogen aus Licht erscheint in meinen Händen. Ich kämpfe gegen die Schlange und siege. Aber ich werde verwundet. Dann steige ich durch dunkles Wasser auf, um zwischen Lotusblumen aufzutauchen. Ich nehme mein verlorenes Herz von einem Altar und reise in die Gefilde der Binsen. In der Ferne sehe ich meinen Sohn. Wenn ich nach ihm greife, zerfällt er zu Asche. Siehe, dein Wagen. Are you fucking shitting me? Ich hatte ja gerade ein wichtiges Gespräch, Freunde. Alter Junge, ich hatte hier gerade ein wichtiges Gespräch. Das sind zwei oder was? Boah. Ich brauche die andere Waffe. Kommt her, ihr blöden Viecher. Boah, unter Wasser zu kämpfen ist nicht geil. Aber mit der kann ich Bluten verursachen. Boah, Alter. Alter. Ich muss raus und sie ans Land locken. Da habe ich eine Chance. Da habe ich eine Chance an Land. Alter, die sind schneller als meine Mega-Fähigkeit. Das gibt's doch nicht. Lass mich den Bogen mal rausholen. Sehr gut. Boah, meine Fresse, die hätten uns fast umgehauen, ey. Unser Boot umgehauen. Ach, der Typ ist auch ins Wasser gesprungen. Siehe, dein wahres Auge ist geöffnet. Kommt sonst noch was? Viecher, ey. Das da ist die heilige Insel? Na, von mir aus. Dann erzähl mir mal, was machen wir denn jetzt hier? Ist da schon wieder ein Krokodil? Hier. Das heilige Eiland. Oh, gehen mir die Viecher auf den Sack, ey. Ja, das heilige Eiland. Mit 5000 Krokodilen. Boah, Alter. Gut, wenn wir an Land kämpfen, dann ist der Stab vielleicht auch nicht so schlecht. Warte mal, ich wollte doch den machen. Oh, natürlich sind es zwei. Okay, das mit dem Stab funktioniert. Ganz ehrlich, Freunde. Danke. Junge, hättest du mal vorher dein komisches Eiland auf Krokodile überprüft, dann müssten die Götter jetzt nicht auf uns warten. Alter, wie viele kommen denn hier noch? Hallo? Alter, warum weichst du nicht nach rechts aus, wo ich die ganze Zeit hin ausweichen will? Und sehr schön, wieder einer erledigt. Der ist gleich auch tot. Ja, der Moment, endlich mal diese verdammten Krokodile zu töten, ey. Oh. Ist voll nicht übertrieben, was hier an Krokodilen rumläuft. So, können wir dann wieder. Wie viele Pfeile habe ich jetzt noch? Vier. Das heilige Eiland erwartet dich. Okay, dann kümmern wir uns jetzt darum. Erlöser, willst du von dem Fluch, der deinen Schlaf befallen hat, befreit werden? Es gibt einen Ritus, der ihn auf ewig aus deinem Verstand tilgt. Ja, dann tu es. Gehe unter das Wasser südlich von hier und hole die Statue des Chnum aus dem versunkenen Tempel des Ramses. Mit dem Ebenbild des großen Töpfers kann der Ritus vollzogen werden. Hättest du mir das nicht vorher sagen können, als wir noch auf dem Wasser waren? Da greift ein Hippo an. Bring mir die Statue, die unter Wasser liegt. Ja, ja. Ach, guck mal, da ist der Tempel, man sieht ihn sogar. Na gut, dann gucken wir mal, wo liegt denn die Statue. Ich meine, dass Senu das von hier überhaupt sehen kann. Aber von mir aus. Da ist noch ein zweiter Schatz. Dann holen wir die mal auch noch ganz flott. Gott, ich hoffe, ich muss nicht nochmal gegen 5000 Krokodile kämpfen. Da habe ich jetzt echt keine Lust drauf. Hat das Hippo aufgegeben? Das scheint aufgegeben zu haben. Der versunkene Tempel des Ramses. So, dann nehme ich mir die Kiste aber natürlich auch noch gleich mit, wenn ich schon mal hier bin. Bitte lass da jetzt keine Krokodile unten sein. Unter Wasser lässt sich halt echt schlecht kämpfen. Meine ist ja auch logisch. Wir sind ja nun mal ein Mensch, ne? Das heißt... Oh, da ist noch eine Kiste. Ja, nee, nimm nicht die große, fette Kiste. Ein einfaches Schwert, okay. Dann gibt's hier noch ein Schätzchen.
Mit einem Schild? Apropos, ich hatte doch auch einen anderen besseren Schild. Da kriege ich nochmal ein bisschen extra Erfahrungspunkte. So, und dann gibt's hier... Die Statue. Ich werde sie dem Seher bringen. Sehr gut, dann hätten wir das auch hingekriegt. Ich kann mal ganz kurz gucken. Schild. Was macht denn meiner momentan? Der hat viel Fernkampf und viel Feuerwiderstand. Und was hätten wir hier? Fernkampfwiderstand, Adrenalin. Wie gesagt, das Parieren mache ich halt nicht so oft. Nahkampfwiderstand und Schadensabsorptionsrate. Das klingt doch gut, dann nehmen wir doch den. Der ist halt ein bisschen kleiner, aber Schadensabsorptionsrate klingt ja eigentlich nicht schlecht erstmal. Da scheint auch irgendwo noch ein Aussichtspunkt zu sein, den wir uns vielleicht nochmal irgendwie holen können, aber gut. Jetzt würde ich sagen, machen wir endlich das Ritual. Ich weiß, die Folge ist schon wieder sehr lang, aber... Greift hier gerade irgendein Tier an? Och klar, ein Level 30er Hippo wahrscheinlich. Ja, sorry Leute, darum kann ich mich nicht kümmern. Ich weiß, ich bin Magi, aber ich bin zu niedriges Level dafür. Sorry, ne? Ist halt das. Ist im alten Ägypten sehr oft passiert, dass der Magi sagen musste, ja sorry, ich bin halt einfach ein zu niedriges Level, ich kann das Tier nicht töten. Ach, es ist halt das. Wie gesagt, ich finde das Level-System ist überhaupt nicht gut für Assassin's Creed. Ich meine, es gab ja schon ein Level-System für Syndicate, aber da hatte ich nie irgendwie das Gefühl, dass das wirklich extrem wichtig war, weil, ja, es hat sich nie so ausgewirkt wie hier. Hier ist die Statue. Chnum, Schöpfer der Kinder. Er wird an deiner Stelle gegen Apophis kämpfen. Der Ritus braucht deine Willensstärke. Sitze an meiner Seite und meditiere, während ich zu den Göttern spreche. Na, dann tun wir das. O Licht! Tritt hervor, O Licht! Erhebe dich, O Licht! O Licht! Du, der du ohne es bist, tritt hervor! O Dunkel, hebe dich hinweg von seinen Augen. O Gott des Sehens, bringe ihm das Licht. O Apophis, der du dich im Abgrund windest, hinweg, Barjedanesse, tritt hervor aus dem Strom. Nimm ihn als Gast auf deinem göttlichen Schiff an, wenn deine Segel sich zum Gestern wenden. Chnum. Stehe neben ihm als sein Erwählter. Was ist das denn für ein Gebet? Ja gut, Senu, dann gehe ich mal. Schauen wir mal, was wir diesmal sehen. Der Seher ist fort. Wie kam er von der Insel? Mit dem Boot? Wie, das war alles? Ich hatte da jetzt irgendwie ja schon gehofft, dass da vielleicht nochmal irgendwas Interessantes passiert. Ja, der hat das Boot einfach genommen, würde ich sagen. Ja, das war jetzt irgendwie ein bisschen antiklimaktisch, das Ende, muss ich mal ganz ehrlich sagen. Ich meine, ich mag's, weil es halt eine Konsequenz aus der Hauptstory ist und damit ja wieder ein bisschen damit verknüpft ist. Aber irgendwie war das jetzt ein bisschen, naja. So, oh ja, Ritual. Du bist jetzt frei. Ich hätte mir halt irgendwie gewünscht, noch ein richtig... Ich meine, die hätten den Kampf ja nochmal verwenden können oder so. Bloß, dass man dann halt am Ende richtig gewinnt oder so vielleicht. Oder keine Ahnung, aber... Hoppala, Fluch der Pharao. Oh, der ist ein bisschen hoch, ne? Da kümmern wir uns vielleicht mal später drum. 44. Ich glaube nicht, dass das was für uns ist. Aber hier gibt es einen Aussichtspunkt. Den hätte ich halt ganz gerne noch. Willst du nach Theben? Nein, will ich nicht. Ich habe die schnellste Waffe auf. Ich habe... Muss da viel später hin erst. Nach Theben will ich jetzt ganz bestimmt noch nicht. Komme ich da hoch? Ah ja, perfekt. Oh, ich bin falsch. Dann hier rüber. Ich bin falsch. So, ich glaube, jetzt gibt es noch eine Kleinigkeit neben den Pyramiden natürlich in Memphis zu tun. Und die werden wir tatsächlich dann auch noch natürlich erledigen. Heute haben wir so ein bisschen quasi das Nachbeben der Echse erledigt. Und beim nächsten Mal gucken wir mal, was es sonst noch so in Memphis zu tun gibt. Aber... Wie wir das tun, das seht ihr dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Assassin's Creed Origins. Bis dahin, ciao.